Hier ist ja das Haus von der Vive. Wir bauen das mal kurz um. Wir werden der Vives Haus mal richtig schön umbauen. Wie unglaublich geil. Das sieht hier unten alles so geil aus, Alter. So, wir gehen rein, meine Freunde. Wir haben ja eben tatsächlich feststellen müssen, dass Vive HD... Ja, hier nochmal ganz kurzer Ausschnitt aus dem Livestream. Bro, was der alles klaut! Ah, sogar Glowstone, ne, Magma-Block, oha. Aber Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo Revi so übelstes OP-Zeugs versteckt hat. Weil ja, in meiner Enderkiste, du dummer Idiot. Oh, der hat mich komplett beklaut. Und dann würde ich sagen, Leute, bauen wir uns jetzt einfach mal irgendwo da unten. Das Ding ist, wir müssen uns ja irgendwo so einen kleinen Geheimgang machen. Was? Ja, schön neben Revis Bett hier. Ja, warte. Digga, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Boah, Leute, ich fühl's, ne? Wir bauen jetzt hier ein bisschen aus, machen uns hier so ein kleines Lager rein. Was ich auf jeden Fall machen will, ist Revi töten. Das ist mir... Digga. Okay, meine Freunde. Okay. I guess the war is on, meine Freunde. Wo ist der reingegangen? Der ist unter meiner Treppe hier vorne. Naja, okay. So, Digga, der hat so viel Eisen gestealt. Seht ihr das? Ja, wir gehen jetzt ganz normal hier runter zu uns. Zu kleine uns? Geheimbase. Okay. Das Vive HD bei mir zu Hause einfach ein Haus gebaut hat. Was ist denn mit ihm los? Was ist denn los mit ihm? Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Er hat zum Glück, hat er super chillig versteckt. Also man, wirklich, es ist sehr, sehr gut versteckt. Man wird niemals herausfinden, wo Vive diese Sch*t hier gebaut hat. Wo hat er das gebaut? Ich habe mich bereits entschuldigt. LG, deine Vive. Digga, geht das hier noch weiter? Hä? Was ist hier unter meinem Haus los, Billard? Hä? Ist das noch das von Patrick hier? Bin ich einfach Hotel geworden oder was? Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich Holiday Inn geworden? Boah, Mascha. Ui, Memo. Boah, Digga, was? Moment. Alter. Halt's Maul. Digga, was? Digga, das Tor. Alter Schwede. Boah, Junge. Wie geil. Wie unglaublich geil. So, meine Freunde. Hier ist ja das Haus von... Das Haus von der Vive. Eigentlich echt chillig. Hat er wirklich gut hinbekommen. Ich würde sagen, wir bauen das mal kurz um. Ne, wenn der sich bei mir einnistet, dann werde ich mich auch wohl bei ihm einnisten. Gleiches Recht für alle. Wir werden einen schönen knackigen Stripclub aus der Vives Haus bauen, Leute. Wir werden der Vives Haus mal richtig schön umbauen. Wir bauen ein 1A Striplokal hier draus. Also mega, das Haus ist wirklich super geworden. Da kann man nichts gegen sagen, ehrlich. Okay, wir vermehren jetzt hier noch die Villager, aber so in so. Also ich bin mit dem Laden hier echt zufrieden. Wir haben alles da, wir haben einen Türsteher. Von außen sieht es auch echt gut aus, wir können mal ganz kurz gucken. Könnt ihr mal ganz unten in den Betten pennen bei den Villagern. Die sind aber ein bisschen durchgeschwitzt, vorsichtig. Wir haben jetzt hier oben noch den ganzen Berg rosa gemacht. Der Pool ist soweit ready. Wir können ja noch mal ganz kurz hier rüberfliegen. Also Leute, ich find's ehrlich gesagt, muss ich sagen, finde ich es ganz gut geworden. Und ich denke mal, Lukas wird sich jetzt freuen. Und vor allen Dingen, Spark, ich glaube, Lukas wird jetzt hier... Ja, das ist geil. Das ist noch geiler. Oh, das ist so geil. Also, ich glaube, Lukas sollte an der Stelle einfach mal erkennen, dass man mich dann nicht mehr trollen sollte. Ne, ist schön geworden, das Haus. Finde ich super. Ganz viel Spaß hier, Lukas, ne? Ganz viel Spaß. Da muss ich an der Stelle mal sagen, riesiges Dankeschön, Leute. 13.000 Zuschauer. Maschallah, Digga. Dankeschön, Kuss. Guck mal, wo dein Haus steht, Tobi. Was ist das denn? Digga, ich schlag dich gleich. Das ist halt noch nicht fertig. Lampen? Wir brauchen Lampen. Oh ja, die wollte ich. Warte, komm mal her. Ich weiß nicht, warum meine Stimme so hoch wird. Komm mal bitte. Kannst du hier oben eine Lampe dranhängen, wo die Fackel hängt? Warte. Oh, ne, das war falsch. Eins höher. Ja! Digga, wo hast du her? Warum hast du so viele? Ja, 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 eine Lampe. Geil, Bre. Lampen. Hallo? Wer schießt mich ab? Digga. Guck mal, ich bin der beste PvP-Spieler. Soll ich dir was sagen? Au! Warte doch, ganz kurz. Okay. Digga, ich bin gleich tot. Was hast du für einen Bogen? Todesbogen 93. Ah, nice. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal ein kleines Play von mir, ja? Es gibt immer so möglich, also... Ach komm, Digga. Lass den! Lass ihn! Oh, ich habe ihn umgebracht. Ich bin gleich tot, bitte nicht. Revi, warte, ganz kurz. Ich zeige dir ein Play. Guck mal, ich habe nur Ranken, ne? Ich brauche keine Elytra, denn ich habe Ranken. Geil! Ich habe hier eine Cobblestone-Brücke gebaut. Mit Ranken kannst... Nein! Ja, was war das denn jetzt? Bitte lass meine Sachen. Ich will einfach runter. Ich habe eine Elytra gehabt und bin gestorben. Gestern habe ich ihr Vive ausgelacht und heute kam es zurück. Schade. No joke, Castcrafter, größter Ehrenmann, Digga, wirklich. Dass der hier so rein tryhardet. Also. Das letzte Hemd verschenkt. Wirklich, die Kirsche hier, die Kirsch, die sieht so geil aus hier mit dem Orgelgamer, der richtig die Orgel grindet. Du, 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 du. Da kommt noch ein bisschen Mucke zu. Das sieht hier unten alles so geil aus, Alter. Und jetzt geht's ans Dach. Ich finde, die Kontraste sind sehr, sehr krass mit Blackstone und Dias. Ne? Diese knallt so richtig. Das ist geil, oder? Ja, knallt übelst rein. Das muss halt richtig, das muss halt richtig wehtun, wenn man da reingeht. Das ist auch noch ein Lectern, glaube ich, hin, da wo dieser Chisel in der Mitte ist. Ja, ja. Da muss man Lectern hin.
Finde ich eine geile Idee. Können wir machen, ja? Bin ich bei dir? Ja, doch. Hm, ja, gebe ich dir recht, Spark. So, jetzt, Sparky, jetzt müssen wir uns mal über was überlegen. Und zwar, schau mal, der Gang hier oben. Also, ich glaube, wenn wir jetzt halt erstmal hier so anfangen, ne? Ja, das ist ganz dann gut, glaube ich. Kann man hier auf jeden Fall zumindest schon mal, wenn man jetzt hier die nächste Etage macht, dann kann man hier auf jeden Fall schon mal langlaufen, hier oben, weißt du? Mhm. Und da kommt natürlich oben noch der Turm hin. Und dann müssen wir das ganze Dach, das kriegt natürlich hier vorne nochmal. Hier, Spark, müssen wir eine kleine Basilika formen. Also eine runde Kuppel. Eine Basilika, was ja. Was heißt du? Einmal Basilikum? Nein, das ist das Gemüse. Für den Joke habe ich mal in Kunst, weil ich das gemacht habe, tatsächlich richtig Ärger bekommen, weil mein Kunstlehrer es nicht mehr hören konnte. Und wenn jetzt hier ist, ist es halt ein bisschen... Ja, hier, das geht schon. Das ist ja eh nur so ein Lagerraum und hier werden dann irgendwelche, keine Ahnung, Leichen vom Pfarrer versteckt oder so. Ich weiß nicht, was... Weiß ich nicht. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall viel Myzelium, glaube ich, ne? Für den Turm hier. Warte, ich schau mal ganz kurz von außen. Also Spark, no joke, schau mal hier, komm mal hier runter. Das sieht wirklich schon gut aus, guck mal. Findest du nicht geil? Achso, ja. Pass auf. Ja, also sieht schon in der Richtung so aus, dass das hinhaut. Mit der Basilika der Kuppel würde ich nochmal ein bisschen gucken. Sieht noch ein bisschen eckig hier vorne, ne? Was? Achso, ja, klar. Aber so ein richtiger Turm drauf auch, ne? Ja, der kommt ja nach vorne. Ja, wir müssen jetzt erstmal Dingensblöcke holen halt, ne? Pilze. Ich habe auch mit 10 hier vorne, Spark, ne? Ich habe sogar 5 Blöcke, glaube ich, dabei. Achso, ja. Da musst du nicht hin und her. Ich hoffe, das Ende die Kirche gefällt, ey, wirklich. Was machen wir, wenn nicht, Spark? Abreißen, habe ich gestern schon gesagt. Ja, aber das ist so viel Arbeit jetzt da drin, ne? Den Teti über drüber. Easy. Abreißen ist kein Ding, es geht schnell. Nee, das würde ich ungern machen. Aber ich glaube nicht, dass ihr die so hatet. Also, das hätte er ja schon längst was gesagt, weißt du? Denke ich mal. Nee, alle haben, das muss fein sein. Alle haben Angst vor dem Bauleiter. Er ist so Bauleiter geworden, obwohl er es gar nicht wollte. Ja. Wo kamst du denn jetzt her? Wo warst du die ganze Zeit? Die ganze Zeit zugehört. Nein, hast du nicht, oder? Die ganze Zeit zugehört. Das ist so creepy, Alter. Und jetzt? Ja, lass es. Ich klau mir ein Steak verfaultes Fleisch von dir, das esse ich dann. Junge. Ich hab nichts zu essen. Ich werde nicht einfach mal ein vernünftiges, also... Ah, warte mal, das ist so eine, so ein Knopffarm. Ja. Wo ist denn diese Kartoffelfarm? Mann, ich konzentriere mich hier gerade. Kannst du mal nicht reden? Nee, also guck mal, das Ding ist, ich rede ja nicht mit dir. Sondern? Mit der Chatbox. Digga, also wirklich, du bist der Schlimmste. Du auch. Chill ich, I guess. Hä? Nein. Spark, hast du noch von diesen Prismarindingern? Von Prismarindingern habe ich noch was, ja. Boah, Digga, ich dachte gerade, wir hätten keine mehr. So, Moment. Ich habe Pilze gesammelt. Zunächst mal Pilz. Geil, die kann man für ein Haus benutzen, ja. Mushroom Stem. Und jetzt hier die Prismarinsamen, die ich noch habe. Und dann bin ich auch wirklich trocken. Und deine Axt kriegst du auch wieder. Sehr geil. Ja, Spark, was du jetzt schon mal machen könntest, bist du gut in sowas? Du weißt genau. Ja noch gar nicht was. Ich muss dir erstmal sagen, was, ja? So funktioniert ja Kommunikation. Kriegst du es hin, hier oben eine kleine Kuppel reinzubauen in diesem Radius hier irgendwie? Also quasi jetzt hier irgendwie so, weißt du? Also hier oder vielleicht sogar hier in dem Radius hier, weißt du? Ja, die muss in die Mitte rein. Also rund geht, ja. Ne, meine ich doch, das passt doch. Zeichnen. Da, warte mal, wir haben ein Problem zum Thema rund, weil das ja zwei blocksymmetrisch ist, nicht ein blocksymmetrisch. Warum ist denn alles zwei blocksymmetrisch? Nee, wir haben doch eigentlich ein blocksymmetrisch gebaut. Ja, aber das Ding hier nicht. Wie soll das dann funktionieren? Wo soll ich denn die Mitte finden? Ja gut, dann machst du die halt ein bisschen verzerrt, die Kuppel. Okay, dann schiebe ich so einen nach vorne. Wenn das hier so der Durchmesser ist, meinst du, das passt? Ja. Da soll nochmal eine Gebäudekuppel hin, wo oben dann auch nochmal ein rundes Dach drauf ist, ne? Genau. Wenn ich mir das richtig vorstelle. Richtig, genau. Aber halt, vielleicht das, ja, Glas passt eigentlich nicht, das ist nicht zeitgemäß, da müsste schon ein rundes Dach drauf, ja. So, Spark, das war's auch schon wieder mit allen Myzeliumstämmen. Ja, ich habe den kompletten Stack eben gefarmt. Der komplette Chat. Also ich würde halt sagen, kreisig ist so. Ansonsten können wir noch einen Radius höher gehen. Ja, vielleicht kriegen wir es ein bisschen höher noch. Also dann gehe ich nur mal einen nach außen an jeder Seite, ne? Wobei, geht das überhaupt? Nee, dann ist kein schöner Kreis. Ja, dann geht halt hier vom Dach ein Stückchen weg, ne? Das wird auch nichts machen, wenn jetzt hier halt dann der Turm größer wird und was hier wegsäbeln, ne? Nee, dann lass uns das lieber doch nicht so machen. Okay, dann mach ich wieder ein kleines bisschen Lunz daraus. Ja, aber wir bauen das ja dann auch aus Prismarin, nehme ich an, oder? Achso, ja gut. Ich hätte jetzt eigentlich hier nochmal aus Stämmen jetzt ein rundes Gebäude gemacht, wo dann das Dach drauf kommt, so irgendwie dieses Kuppelding, was man eigentlich muss. Ja, stimmt schon. Also jetzt hier nochmal ganz kurz, Leute. Diese Church, die ist wirklich Pock. Die ist einfach Pock wie Warz. Es ist wirklich so. So geil, Leute. Wir haben heute wieder so viel geschafft, oder? Geschäfte. Verschiedene Geschäfte haben wir gebaut. Nee, wirklich. Also der Turm wird jetzt nochmal schön verziert und alles. Halt nicht, aber man kann auch einfach ruhig mal irgendwie 2 Stunden Minecraft was bauen. Ziemlich zufrieden damit, ehrlich. Ich finde es sehr, sehr geil, Mann. Ich finde es sehr, 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 sehr geil.